Hallo meine Darts-Freunde, hier ist einmal ein neues Video von uns. Heute ein Vlog, vlogmäßig. Wir sind hier bei der Ostermann-Arena. Wir begleiten heute unseren besten Spieler Ricardo. Der spielt auch bei der European Tour. Wir sind gespannt. Wir mit Micha, Matze, in der Kamera ist auch noch Ben. Die gute Seele des Podcasts. Die gute Seele des Podcasts auch noch da. Wir dürfen noch nicht rein, wir dürfen gleich erst rein. Aber wir sind schon gespannt. Wir haben auch schön hier schon bei Internet ein bisschen was gewonnen. Die 121 Punkte. 121 Punkte. Zwei Darts im Triple. Haben uns 50 Euro Wettguthaben gesichert. Für ihn war es die 81 reicht auch. Mit 10 Euro Wettguthaben. Und das wird jetzt für mein Dartcoach alles auf Ricardo gesetzt. Also Daumen sind gedrückt. Ricardo, enttäusch uns nicht. Freitagnachmittag noch nicht die meisten sein, die lautesten müssen hier sein auf jeden Fall. Ich glaube, das sieht doch schon sehr, sehr gut aus. Willkommen zur Interwelt European Darts Open 2023 hier in der Ostermann Arena. So, erste beiden Spiele jetzt durch. Erstes Spiel, Niveau war nicht so da. Zweites Spiel war richtig entertaining zwischen Jermaine Vertimena und Ryan Joyce. Das war richtig gut. Und jetzt so langsam kommt ein bisschen die Aufregung. Es sind noch drei Spiele. Zwei Spiele dank von Ricardo, also drittes Spiel. Und dann Daumen drücken. Das wird was. Gutes Gefühl. Das wird was. Das wird auf jeden Fall was. Lecker. Auf jeden Fall. Dem hat Ricardo noch so eine Rechnung offen, ne? Die Anspannung sieht man schon ihm ins Gesicht geschrieben. Eigentlich gar nicht. Boy,
12. Geiles Ding! Krankes Match, also krank, meine Stimme ist auch schon komplett weg. Es nervig wirklich vorbei, aber Ricardo bockstark gespielt. Ja. Selten ein Spiel so enjoyed, die 170. Ja. Und danke auch an jeden Einzelnen von euch, der ob hier in der Halle oder vor dem TV-Gerät Ricardo supportet hat. Auf jeden Fall. Wir haben jetzt 7 von 8 Spielen durch. Gerade wurde Joseph Sousa geschlagen, 6-0. War bitter für ihn. Wir gleich ins letzte Spiel und dann düsen wir auch schon ab. Aber immer noch, die Stimmung von Ricardo war niemals so krass wie bei ihm. Also die Spiele danach waren gar nichts dagegen. Es war einfach heftig, das Spiel. Aber ich würde sagen, wir gucken ins letzte Spiel und dann reden wir nochmal. Adams darfst du nicht vergessen, der auch noch gewonnen hat. Da war auch nochmal gut. Das war eine Deutsche, hat auch gewonnen. Ja. Wichtig. Und nicht wahr, Ben? Ja, war wild. So, das war es auf jeden Fall mit den kleinen Einblicken von den European Darts Open. Es war auf jeden Fall ein mega Nachmittag. Hat anders gebockt. Ricardo wirklich Wahnsinnsspiel. Stimmung war klasse, auch für einen Freitagnachmittag auf der European Tour. Hat, glaube ich, dem ganzen Team bei Dart Machines heute hier war richtig Spaß gemacht. Ja. Ja, wir hoffen, euch hat der Vlog auch Spaß gemacht, dass ihr so ein paar, dass ihr so ein paar Einblicke bekommen habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo für mehr Content. Und ansonsten, leider hat es am Anfang nicht funktioniert, weil die Wetten nicht live waren, für auf Ricardo zu setzen im Spiel gegen Fred Nentjes. Deswegen ist Matzes gewonnene 10 Euro Bonusguthaben und meine 50 Euro, die ich am Interwettenstand gewonnen habe, jetzt auf dem Spiel gegen Peter Wright mit der 3-9er-Quote. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ansonsten wollen wir auch nochmal sagen, dass wir uns natürlich sonst von Sportwetten distanzieren und euch warnen, dass ihr da nicht zu viel Geld lasst und so weiter und so fort. Macht das nur, falls ihr Geld übrig habt, nicht um Geld zu gewinnen und um Spaß zu haben. Genau. Wichtig. Ja. Macht das verantwortungsvoll. Wir distanzieren uns da sonst so weit davon, aber bevor das 50 Euro Guthaben verhält, verfällt morgen auf Ricardo gegen Peter. Und dann heißt es Daumen drücken, morgen einschalten und war ein schöner Tag. Bis dahin. Ciao. Ciao.